Konflikte gehören zum Unternehmen dazu. Was aber, wenn die Gesellschafter, Gründerinnen und Gründer oder das Topmanagement sich nicht mehr grün ist? Darüber spreche ich mit der Diplompsychologin und Leadership Coach Sonja Zillinger. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler. Herzlich willkommen zu den Davicon CFO Insights. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich heute so ein eigentliches CFO-Thema habe oder nicht eigentlich wieder ein Thema für Unternehmerinnen, Unternehmer und Investoren. Trotzdem muss ich sagen, dass mir dieses Thema leider sowohl in der einen Profession als auch in der anderen zu oft begegnet ist, nämlich das Unternehmensrisiko, dass es Konflikte im Gesellschafterkreis gibt oder auch im Topmanagement und eigentlich die Leute so wichtig sind, dass man sich von keinem dieser beiden trennen kann, dieser Streithähne. Und deswegen habe ich lange Zeit nach jemandem gesucht, mit dem ich mal genau über dieses Thema sprechen kann und habe mit der Sonja Zillinger, Diplompsychologin und Leadership Coach, eine Ansprechpartnerin gefunden, die sofort gesagt hat, jupp, das kenne ich und da können wir gerne mal eine Folge zu machen. Hallo Sonja. Hallo Daniel, danke für die sympathische Intro, freue mich hier zu sein. Ja, dann stell dich mal vor, ich habe ja gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber wer bist du, was machst du und wo begegnet dir dieses Thema? Ja, ich bin Diplompsychologin und wie du schon gesagt hast, Leadership Coach oder Führungskräfte Coach. Und beschäftige mich damit, was es braucht, damit wir vital, erfolgreich und erfüllt zusammenarbeiten können. Und da bin ich eben in der Psychologie zu Hause, aber sehe mich so als Vermittler zwischen Psychologie und Wirtschaft sozusagen. Denn wir Menschen gehen ja nicht als Arbeitsmaschine auf die Arbeit, sondern bringen alles dorthin mit. Und da ist das Thema Konflikte natürlich ein hervorragender Eintrittswinkel, den du da gewählt hast. Denn da zeigt sich dann auch oft, ne, dass wir eben nicht als rationale Arbeitsmaschine auf die Arbeit gehen. Und da tummel ich mich dann eben sowohl im Coaching, aber auch in Workshops mit Teams und Führungskräften, um zu schauen, okay, was braucht es hier für eine gute Zusammenarbeit? Ja, und ich habe das Ganze ja mal überschrieben mit Unternehmensrisiko, weil ich glaube, das kann durchaus existenzgefährdend sein. Und ich gebe da mal gerne ein Beispiel vom Ende letzten Jahres, wo ich selbst Betroffener war. Wir haben ein Unternehmen gegründet, zwei Gesellschafter, Geschäftsführer. Und irgendwo haben diese beiden Persönlichkeiten sich aneinander aufgerieben, obwohl das Unternehmen super erfolgreich war. Und das haben wir natürlich gemerkt im Gesellschafterkreis. Also die Investoren haben dann gesagt, pass mal auf mit euch beiden. Das merkt man schon, dass da ordentlich Spannung und Druck auf dem Tank ist. Wir empfehlen eine Mediation. Mhm, ja. Der eine sagte, ja, das können wir machen. Der andere sagte, wofür brauche ich das? Hat sich dann aber doch breitschlagen lassen, das mal zu probieren. Aber Ende vom Lied war, dass ja, das eigentlich nichts gebracht hat. Und dann die beiden vor uns standen, gesagt hat, Mediation ist gescheitert. Ich kam mir ein bisschen vor wie beim Scheidungsanwalt. So die Eltern fragen jetzt die Kinder, zu wem wollt ihr denn ziehen? Zu Mama oder zu Papa? Und die Kinder sollten jetzt entscheiden. Ja, und dann saßen wir da als übrige Gesellschaft, haben gesagt, okay, was jetzt? Beide sind gute Leute. Beide sind gute Persönlichkeiten, aber die müssen halt zusammenarbeiten. Wenn wir einen von denen verlieren, wird es einen Einfluss aufs Unternehmen haben, so oder so. Und eigentlich ging es jetzt nur um Schadensbegrenzung. Wir hatten das dann vertagt, hatten dann gesagt, bitte macht euch mal Gedanken, wie es auch ohne den anderen laufen kann und präsentiert uns das. So, das war mal so die Vorgeschichte, die ich heute mal so zum Besten geben wollte. Also wie ist es ausgegangen? Am Ende haben wir uns für einen entschieden und es läuft auch ohne den anderen ganz gut. Aber es war auf jeden Fall existenzbedrohend, weil natürlich haben die Mitarbeiter gemerkt, und das ist kein kleines Unternehmen, da ist Spannung da. Der eine sagt A, der andere sagt B, Führungslosigkeit, man hat vermutet, dass Kündigungen kommen und du willst natürlich auch ein Unternehmen aufbauen, was irgendwie wertschätzend miteinander umgeht und wenn schon die beiden Steuermänner dort nicht wertschätzend miteinander kommunizieren und das auch nach unten weitergeben, dann ist irgendwas schief. Das war die große Vorgeschichte und heute will ich mit dir mal klären, ja, wie erkenne ich eigentlich solche potenziellen Konflikte frühzeitig? Aber wir waren ja vielleicht auch ein bisschen spät dran. Ja, also erstmal Glückwunsch, dass ihr da gut rausgekommen seid mit einer Lösung, wo sich das dann jetzt wahrscheinlich auch wieder entspannt hat, ne? Dadurch, dass dann einer gegangen ist und das Unternehmen weiter erfolgreich bestehen kann, einfach auch als System. Also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Konflikte zu Organisationen dazugehören. Die Frage ist nur, also es ist ganz normal, ne? Also wenn unsere Zuhörer jetzt denken, so, oh Gott, ne, was ist, wenn ich auch Konflikte habe? Ich kann jeden hier beruhigen, der zuhört.
habt ihr, ne? Manche dringen stark an die Oberfläche, andere weniger. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist, welche schädlichen Nebeneffekte haben Konflikte? Ja. Und in eurem Fall, wie du das auch sehr schön ja gerade aufgedröselt hast, hatte es Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen. Du hast gesagt, auf die Stimmung auch, ne, Unsicherheiten sind entstanden, auch auf die Führungskultur und dieses, wie du gesagt hast, was ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt habe, wenn es in der Führungsspitze ist, dann werden auch teils so Entscheidungen getroffen, dass dann auch eine große Unsicherheit entsteht. Ne? Ich hätte auch noch so ein Beispiel, was ich anonym zum Besten geben kann, falls es nachher passt. Das sind dann halt so Nebeneffekte, die ja dann nicht mehr gewünscht sind bei Konflikten, ne? Und die darauf hindeuten, dass da was dem Unternehmen einfach nicht gut tut und dem wirtschaftlichen Erfolg auch des Unternehmens und den Menschen nicht gut tut. Spannenderweise ist es oft so, dass Beteiligte oftmals sagen, das habe ich schon früher gefühlt oder gemerkt, dass da was im Argen ist. Und dass das dann so ein bisschen schwelt, dass das manche wahrnehmen, andere vielleicht nicht so. Manche haben ja auch feinere Antennen als andere. Aber oftmals wird so ein Konflikt lange, bevor er dann wirklich, ja, ausbricht im Sinne von wirklich angepackt wird er eigentlich schon wahrgenommen. Hast du das auch so erlebt? Ja, das ist, also erstmal finde ich gut, dass du sagst, Konflikte gehören dazu. Ne? Also es gibt auch so ein bisschen dummen Spruch vielleicht von meiner Seite, dass ich mal sage, aus Reibung entsteht Energie. Ich weiß nicht, was, habe ich auch schon oft gehört. Naja, das ist jetzt nicht der beste Spruch, aber ich finde, man muss auch mal kontrovers diskutieren können. Gerade im Top-Management, wo es halt unterschiedliche Ansichten gibt. Ich habe das auch öfter erlebt, dass ich als CFO dann zwischen den Stühlen saß, so ein bisschen der CEO dort eine Strategie im Kopf hatte und der CSO gerade im Sales dann gesagt, das können wir aber nicht machen, weil Strategieänderung bedeutet, ich habe hier weniger Umsatz und wenn ich weniger Umsatz habe, dann kriege ich weniger Bonus und deswegen ein ganz anderes Interesse hatte und man dann irgendwie so ein bisschen als Mittler agiert. Und was ich sagen kann, ist, dass solche Konflikte, wenn die im Top-Management dann da sind, die kannst du gar nicht verbergen. Ich glaube, das ist dann auch dieses Eisberg-Modell, wo du dann sagst, okay, man meint, dass man es verbergen kann, aber wenn du vor den Leuten stehst und bei Präsentationen dich gegenseitig niedermachst, ich glaube, dann sind wir schon einen Schritt weiter und ich glaube, vorher sagt aber schon die Körpersprache, naja, wenn ich mich abdrehe oder die Augen verdrehe, wenn der andere was sagt, das nimmt das Publikum halt wahr. Also bin ich vollkommen bei dir. Die Frage ist nur dann, wann ist der Punkt gekommen, wo es kippt auf so einer Skala von 0 bis 10? Ja, und letztlich kann man das auch mal versuchen, eher so aus so einer Forscherperspektive zu betrachten, ne? Also wie ich das auch als Psychologin tue, nicht als gut oder schlecht. Also dem Konflikt ist das ja egal, wann der so richtig eskaliert und wie lange das dauert und so weiter. Aber dann ist das Problem groß genug, dass es an die Oberfläche tritt und dass Menschen Energie darauf anwenden, um sich darum zu kümmern, sage ich jetzt mal. Ja? Und mit dieser, das ist jetzt schon, geht jetzt schon in Richtung, was kann man da machen? Also ich überspringe jetzt vielleicht ein paar Teile, aber dieses, das Wahrnehmen und Anerkennen, so, wo sind sich zwei nicht grün, ne? Was hat das vielleicht für Auswirkungen? Das ist schon mal ein ganz spannender und wichtiger Schritt, um zu gucken, so, was hat das eigentlich für Auswirkungen, ne? Also wir sind jeden Tag mit so vielen Dingen beschäftigt und natürlich ist Konfliktmanagement nicht auf den Top 3 der Tagesordnung von Unternehmenslenkern, das verstehe ich auch. Aber dazwischendurch mal den Blick hinzulenken, wo ist denn vielleicht was gerade unter meiner Wahrnehmungsschwelle, wo ich nicht so richtig hingucken will, aber wo ich eigentlich weiß, da schwelt was. Ja? Das kann schon mal ganz wertvoll sein. So, jetzt war das bei uns ja so. Wir haben das ja schon irgendwann gemerkt, einfach weil diese wertschätzende Kommunikation gegenüber verschiedenen Personengruppen nicht mehr da war und haben ja dann gesagt, ihr beide macht eine Mediation. Und der eine sagt dann, ja, gerne. Das ist auch der, der am Ende geblieben ist. Und der andere sagt, warum denn eigentlich? Der oder ich. So ungefähr. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, also man erkennt es, aber was kann ich noch darüber hinaus tun? Also rein ansprechen hat an der Stelle ja nicht geholfen. Und eine Mediation, das wäre ja der nächste Schritt, hat auch nicht geholfen. Glaubst du, man muss da noch früher irgendwo Änderungen herbeiführen oder vielleicht dann auch sagen, okay, wenn es nicht anders geht, ist eine Trennung der einzige Weg oder siehst du da noch andere? Ja, also es gibt kein Allgemeinrezept. Ne? Es gibt jetzt nicht den 5-Punkte-Plan. Das und das ist mit den und den Personen zu tun. Aber ich kann das ja mal so ein bisschen aufdröseln, was da passiert ist. Also irgendwann ist dieser Konflikt ganz offensichtlich geworden und dann habt ihr auch eine Gegenmaßnahme getroffen. Und was da eben geclasht hat,
ist irgendwas ja auf persönlicher Ebene. Du hast eben schon das Eisbergmodell angesprochen. Das ist dieses unter der Wasseroberfläche des bewussten und rationalen Verhaltens, was wir in der Regel in der Arbeitswelt ja an den Tag legen. Da sind unsere ganzen Interessen, Bedürfnisse, Emotionen, darunter die Werte bis hin zu Traumata und so weiter. Und oftmals clasht es unter der Wasseroberfläche. Ja, also da, wo wir versuchen, gar nicht hinzugucken in der Arbeitswelt. Das heißt, diese beiden jetzt in eurem Fall, die waren sich nicht grün, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Irgendwie sowas in der Art hast du als Formulierung verwendet. Das heißt, da clashte es wahrscheinlich an Persönlichkeitsanteilen, ja? Wer was wie tickt, ne? Und wem was wie wichtig ist. Also wahrscheinlich auch auf der Werteebene. Und diese Persönlichkeiten, da kommt jetzt noch dazu quasi die Konfliktpersönlichkeit. Also wie gehe ich mit Konflikten um, wenn sie kommen? Und du hast gerade gesagt, der eine ging mit dem Konflikt um mit, okay, ich bin da bereit für, ich habe eine gewisse Offenheit, mir das anzugucken. Und der andere hat sich davon verschlossen. Das hat ja dann das Ganze noch schwieriger gemacht, sag ich mal. Also nicht nur clashen Persönlichkeiten in diesem Fall, sondern auch die Art und Weise, wie sie mit Konflikten umgehen. Ja? Wenn beide jetzt schon Erfahrungen gehabt hätten mit einem moderierten Prozess, wie jetzt einer Mediation, und dass dadurch Dinge leichter werden können, wenn ich mich damit mit einer neutralen Instanz, vielleicht auch mal tiefer mit mir selber beschäftige, dann hätte das vielleicht schon ganz anders ausgesehen. Dann hätte vielleicht auch der andere gesagt, okay, ich bin da total offen für, ich habe da im privaten Bereich mit meiner Frau oder meinem Partner oder wie auch immer super Erfahrungen gemacht, was auch immer. Ja, also an der Stelle hat es ja schon geclasht. Also da zeigt sich schon, wie viele Variablen da drin sind auf persönlicher Ebene, warum es zum Konflikt kommt und warum es in der Konfliktlösung oder in der Konfliktbearbeitung, nenne ich es vielleicht jetzt mal, weil Konfliktlösung auch manchmal illusorisch ist, so hapert, sage ich jetzt mal. Ja? Und was man da vielleicht schon raushört, ist, dass ein Schlüssel ist, dass die Beteiligten sich damit auseinandersetzen wollen, ja, und nicht zumachen und sagen, das bringt doch nichts, ja, oder das bringt doch nichts mehr, aber das könnte ja dann auch wiederum etwas Fruchtbares sein, dass man schnell zu der Lösung kommt, Stichwort love it, change it or leave it, tja, dann muss halt einer gehen, wie in diesem Fall eben auch. Mhm. Gut, das war jetzt... Ja? Ja, mach weiter. Ich wollte nur noch sagen, du hast ja dann auch gleich die Anschlussfrage gestellt, so muss es dann dazu führen, dass einer geht? Und im Grunde genommen, ein Konflikt ist ein Ausdruck, dass in einem System etwas verändert werden muss. Also ein Konflikt drückt aus, hier gibt es den Bedarf, dass sich was verändern muss, sozusagen. Und wenn einer geht, ist das einfach eine Strukturveränderung, eine Systemveränderung, die eben dann den gewünschten Effekt haben kann. Ja? Also entweder, dass einer rausgeht, muss sich dann verändern oder irgendeine andere Form, dass es dann wieder passt. Ja? Organisationen sind lebende Gebilde, Systeme, wie so ein Mobile, kann man sagen, hochkomplex. Und wenn sich einer verändert, dann verändert sich das gesamte Mobile. Wenn einer rausgenommen wird, dann verändert sich das Mobile. Aber auch wenn jetzt einer lernt, anders auf den Konflikt zu gucken, anders auf die andere Person zu gucken. Das hat ganz, ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Auch dann kann sich was drehen, sage ich jetzt mal. Also Konflikte haben unfassbar viel damit zu tun, wie schaue ich auf meine Interessen, auf die des anderen, wie nehme ich die andere Person wahr, wie sie im Konflikt ist. Und ja, also die meisten von uns haben ja auch schon mal irgendwas erlebt im Privaten mit Konflikten. Das ist nichts anderes als in der Firma eben auch. Ich nehme da immer so gerne so die Rosenkriegsmetapher. Wenn man schon mal miterlebt hat, wie Menschen, die sich mal geliebt haben, irgendwann so eine Konfliktspirale gemeinsam runtermarschieren, bis sie sich gegenseitig nur noch vernichten wollen im übertragenen Sinne, dann merkt man, wie mächtig diese Wahrnehmungsverzerrungen sind, die in einer Konfliktdynamik entstehen können. Also da kann ich nur empfehlen, mal sowas sich anzuschauen, wie die 9 Stufen der Konflikteskalation von Glasl, die sehr eindrücklich schildern, wie am Anfang eines Konflikts eine Missstimmung ist und im Laufe des Prozesses dann so eine gegenseitige Abwertung immer mehr passiert, bis man dann irgendwann, die letzte Stufe heißt gemeinsam in den Abgrund, bereit ist, selber in den Abgrund zu gehen, nur damit der andere auch in den Abgrund geht. Und das konntet ihr ja Gott sei Dank abwenden. Ihr seid nicht alle 9 Stufen runtergegangen. Nee, aber wir waren schon relativ weit unten, also zumindest in der externen Wahrnehmung. Also deswegen auch dieses Thema heute. Ne? Also ich glaube, auch im Gespräch mit anderen Unternehmerinnen und auch mit Investoren, wir erleben das gar nicht so selten.
Und wir haben es ja frühzeitig wahrgenommen. Wir haben gesagt, okay, da müssen wir was machen. Wir wollen beide mit euch beiden weiterarbeiten, weil ihr einen tollen Job macht und weil jeder für sich wirklich eine Koryphäe ist und sehr gute Arbeit macht. Und eigentlich gab es auch gar keinen Grund, diese Schlucht runterzusteigen oder runterzufallen, weil das Unternehmen super performt hat, die Mitarbeiter zufrieden sind und ja, eigentlich auf Wachstum getrimmt sein könnte. Und auch da gab es natürlich ein paar strategische Unterschiede. Der eine war ein bisschen zufrieden mit der Entwicklung und der andere hat gesagt, nee, es kann noch weitergehen. Als Investor sagst du natürlich, na klar, muss es weitergehen. Aber ich finde das sehr interessant, dass du sagst, diese Stufen, das hat man schon gemerkt. Und wenn ich dich jetzt so höre, haben wir auch gar nicht so viel falsch gemacht, bis zu dem Punkt, wo man dann sich eingestehen muss, okay, es geht nicht mehr und es muss eine Veränderung her. Und das ist ja der wahre schwierige Punkt, wenn du so als Nichtbeteiligter eigentlich nur an der Seitenlinie stehst. Ja, weil Veränderung dann passiert, wenn ein Schmerz groß genug ist. Und wenn wir einen Kontakt dazu haben, was dann besser wird, also eine positive Vision und wenn wir eine Idee haben für nächste konkrete Schritte. Wenn das alles größer ist als die Kosten der Veränderung, dann passiert so ein Schritt. Und wahrscheinlich ist bei euch irgendwann die Schmerzschwelle hoch genug gewesen. Und dann ist das auch was Positives, weil dann platzt ein Knoten und dann kann das wieder fließen, ne? Also das war ja dann auch der Fall. Und irgendwann gucken die meisten dann auch zurück und sagen, es war für das und das gut, dass es so gekommen ist. Ne? Das ist vielleicht nicht gleich der Fall, aber aus irgendeinem Grund ist das dann so gekommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig anzuerkennen. Konflikte sind immer Symptome in einer Organisation für diese Reibung, die du auch schon genannt hast. Und die Frage ist, was entsteht dadurch für die Organisation oder für die Menschen für einen Schaden? Was entsteht dadurch auch vielleicht Gutes? Und wie können wir das nutzen und damit so ein bisschen tanzen, sage ich jetzt mal. Ja, weil also natürlich nicht jeden Monat so etwas Frappierendes passiert, wie jetzt in dem Beispiel, was du geschildert hast. Aber das ist allgegenwärtig, das wird immer wieder passieren. Und ich glaube, man kann so eine Art Konflikt-Tango-Kompetenz oder wie auch immer man das nennen mag, erwerben, auch als Organisation. Ihr habt mit Sicherheit auch als Organisation oder als Leadership-Team daraus ja eine Erfahrung und eine Kompetenz ja irgendwo aufgebaut, was man beim nächsten Mal wie anders machen oder genauso machen würde. Ne? Ich gehe mal ein bisschen weg von diesem konkreten Beispiel mal hin zu einer Sache, die ich auch immer wieder wahrnehme. Also ich persönlich, du kannst mal gucken, ob du mir das bestätigen kannst, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt und die Konflikte auch unterschiedlich austragen. Und ich würde aber ganz gerne sagen, so der Introvertierte gegenüber dem Extrovertierten zum Beispiel. Mhm. Nimmst du das auch so wahr? Definitiv. Ja, definitiv. Ich komme ja aus der Persönlichkeitsdiagnostik. Also ich habe einige Jahre als Persönlichkeitsdiagnostikerin gearbeitet und habe ganz verschiedene Berufsgruppen kennengelernt dabei und ja durch Persönlichkeitsassessments gebracht. Und genau, also sowas wie Extraversion, Introversion kann man als Anlasspunkt nehmen. Man kann aber auch sowas nehmen wie Bedürfnis nach Harmonie. Wie sehr ist das da? Wie fürsorglich sind Menschen? Fürsorgliche Menschen sind tendenziell eher beim anderen, manchmal zu wenig bei sich selber, ne? Was in Konflikten ja auch anders ist als jemand, der stark auf seine eigenen Interessen fokussiert und sich besser abgrenzen kann und so weiter. Introvertierte nehmen sich ja eher zurück, Extrovertierte kriegen Energie durch die Interaktion, das heißt, die werden vielleicht eher mal sich reiben, aber es gibt auch so messbare Persönlichkeitseigenschaften wie im Englischen hieß es outspoken, also wie sehr spreche ich Kritisches gerne offen an. Ja? Also das erlebt dann vielleicht auch nicht jeder schon direkt als Konflikt, wenn ich Kritisches, wo ich anderer Meinung bin, anspreche, sage ich jetzt mal. Also da gibt es wirklich große Unterschiede und das kann man auch teilweise auf Berufsgruppen so ein bisschen plotten. Ja? Also es gibt Berufsgruppen, die haben eher so die Neigung oder beziehungsweise Menschen, die von bestimmten Berufssettings angezogen werden, haben gewisse Neigungen eher so in Richtung Konflikt oder weniger, ja, sage ich jetzt mal. Und hast du da Beispiele? Ich habe ganze Abteilungen im Kopf. Ich hatte neulich eine Abteilung in der Buchhaltung, wo extrem viel Harmoniestreben als Persönlichkeitseigenschaft gemessen wurde. Ja, auch in dem Unternehmen insgesamt ist sehr, sehr viel Harmoniestreben in den Persönlichkeitsprofilen. Ich durfte dort schon viel begleiten. Und solche Teams würden typischerweise sagen, bei uns gibt es keine Konflikte, wir verstehen uns super. Ja? Also wenn man das jetzt wie so eine Temperaturmetapher verwenden würde, würde man sagen, die sind da relativ kühl unterwegs. Da gibt es nicht so viel Hitze, was Konflikt angeht, nicht so viel Reibung, wie du auch gesagt hast. Ne? Und dann gibt es wieder Abteilungen, wo vielleicht
sehr oft was aufploppt, ne? Und sehr oft Konflikte und Reibungen entstehen. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile, ne? Also diejenigen, die gar keine Konflikte aufkommen lassen, die wachsen natürlich nicht zusammen. Also da entsteht ja keine Auseinandersetzung, sage ich jetzt mal. Und da dringen vielleicht auch Dinge nicht an die Oberfläche, die verändert werden müssten. Also ne, Stillstand funktioniert einfach nicht gut in unserer Wirtschaft. Während dort, wo ganz viele Konflikte entstehen, da sind vielleicht auch zu starke Reibungsverluste, weil zu viel Energie in den Nebenprodukten dann verloren geht. Mhm. Ja, dann, also Persönlichkeit, um es zusammenzufassen, spielt eine riesen Rolle beim Thema Konflikte und auch unsere Konfliktpersönlichkeit quasi. Na, dann machen wir doch mal ein Beispiel. Jetzt haben wir da zwei Geschäftsführer. Der eine ist total harmoniebedürftig, hat einen guten Draht zu den Mitarbeitern und der andere ist so ein Haut drauf, aber strategisch extrem gut, will das Unternehmen immer nach vorne pushen. Ich sag mal so ein Elon Musk oder Steve Jobs, die auch wenig Rücksicht genommen haben auf die Mitarbeiter und einer ist dahinter, der immer die Scherben wieder aufkehrt. Wie können diese beiden Persönlichkeiten gut miteinander zusammenarbeiten? Schönes Beispiel, was ich auch schon so ähnlich hatte im Berufskontext. Ja, und jetzt muss man sagen, dass die verschiedene Persönlichkeitspräferenzen haben. Ne? Der eine arbeitet gerne mit Menschen, hat dann daraufhin auch seinen Blick im Laufe der Karriere ja dafür geschärft, was andere brauchen. Wahrscheinlich auch gute Kommunikationsmuster. Der andere ist wahrscheinlich dafür besser darin, Kritisches offen anzusprechen, strategischen Blick zu haben, auch mal Spannung auszuhalten und so weiter. Das heißt, die unterscheiden sich in ihren Neigungen und die unterscheiden sich wahrscheinlich auch in ihren Werten. Und da tut es dann halt weh. Ne? Also da kommt dann der eine von den beiden wahrscheinlich auch mehr unter die Räder und leidet vielleicht sogar für das gesamte Team mit. Und ich hatte so einen Geschäftsführer auch schon mal im Coaching, der diese weichere Variante darstellte, die du gerade beschrieben hast. Ja? Also der Mitarbeiterorientierte war. Und der sich schon durchaus sehr kritisch mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Und das ist aber etwas, was beide dann eigentlich tun müssten. Also das würde ich total empfehlen. Es braucht halt dieses, dass man sich der eigenen Wirkung auf den anderen und auf die Organisation eben bewusst ist. Also dass man sich selber kennenlernt und weiß, aha, die und die Handlung von mir, die haben die und die Konsequenzen, die werden von anderen so und so wahrgenommen. Und ich habe da einen Einfluss auf die anderen, den ich vielleicht auch verändern könnte. Also, ne, was sind denn meine Bedürfnisse und welche Strategien wähle ich, um die auszuführen? Also sowas wie auf den Tisch hauen und rumbrüllen ist ja eine Strategie, um sich durchzusetzen. Könnte man aber auch mal kritisch sich selber beleuchten und hinterfragen, ob man vielleicht auch eine andere Strategie wählen kann, um das Gleiche zu erreichen. Aber was es da halt für braucht, ist eine offene, kritische Auseinandersetzung mit sich selber erstmal im ersten Schritt, ne? Und dann im zweiten Schritt dann idealerweise miteinander. Und in der Mediation, wenn der Konflikt schon richtig blüht, sage ich jetzt mal, versucht man das, dieses sich miteinander auseinanderzusetzen und wieder anzunähern. Aber der ganze Unterbau fehlt ja dann manchmal, ja. Und manchmal ist zu viel Porzellan schon zerschlagen worden. Genau, deswegen ja jetzt wieder die Seitenlinie. Du bist Investor, Investorin und du siehst genau das. Du siehst da zwei richtig gute Typen, die zwei richtig gute Eigenschaften haben. Halt, die sind bloß nicht so richtig kompatibel, die sind komplementär. Und die sind aber auch noch nicht so weit, dass du sagst, okay, da brauchen wir jetzt eine Mediation, sondern das ist eher so, dass du weißt und fühlst, das harmoniert nicht so richtig, aber ich lasse das natürlich in der Regel laufen. Welche Strategien gibt es denn jetzt auch als Externer, also ich bin jetzt ja kein Psychologe, aber als Gesellschafter darauf einzuwirken und das offen anzusprechen? Macht das Sinn oder gibt es andere Werkzeuge, von denen du sagst, da kann ich das mal transparent machen, das auseinandersetzen? Wollt ihr Feedback von mir oder was auch immer? Also das würde ich in jedem Fall empfehlen. Was da eben passieren darf oder sollte, ist, dass der Konflikt oder dass die Reibung, wie man immer das nennen mag, wenn sie denn, also mit diesen schädlichen Nebenprodukten bewusst wird. Und das denkt man vielleicht sogar, ne? Das muss doch allen bewusst sein in vollem Umfang. Aber da würde ich mal ein dickes Fragezeichen dran machen. Ja? Also erstmal überhaupt abholen und dafür gehört es einfach dahin, das anzusprechen. In welcher Form kann man ja dann nochmal drüber sprechen. Aber das an die Oberfläche holen, so hey, darf ich meine Wahrnehmung teilen, ne? Das und das passiert hier gerade, das sind die Auswirkungen, das ist meine Wahrnehmung und so weiter. Und dann ist natürlich die Frage, wie man das macht, ne? Also vielleicht ist der ein oder andere gekränkt, wenn man das in der Gruppe macht oder im Tandem und da muss es eher einfühlsam in einem Vier-Augen-Gespräch sein, während ein anderer da durchaus gut mit umgehen kann, wenn man das dann in einer
in einem entsprechenden Meeting gemeinsam macht. Aber dieses Bewusstmachen, das braucht es einfach, ja, dass die Leute mal dorthin gucken. Ich nenne das auch so schön oftmals, das ist so wie das Neonlicht anknipsen, damit es immer ganz hell ist, alles ausgeleuchtet ist, wie in so einem, ja, wie bei so einem Gerichtsmediziner, der sich die Leichen anguckt, ja. Der hat ja so ein ganz helles Neonlicht. Mhm. So darf man mal die Ist-Situation angucken. Mit allem Schönen und allem, was nicht so schön ist. Und dann, wenn man die Klarheit hat, dann kann man ja besprechen, was bedeutet das für mich, ja? Wo hatte ich einen blinden Fleck? Was bedeutet das für unsere Zusammenarbeit? Und da kann man dann betroffen machen, ja? Aber dafür braucht es ja erstmal dieses, so sehen überhaupt alle Beteiligten, dass das so ist, oder verschließt jemand die Augen? Verdrängungsmechanismen sind sehr mächtig in unserer Psyche. Okay, ja, also das heißt, ich nehme mit, auch als Externer, als Investor, Gesellschafter, mal den anderen oder beide zur Seite nehmen und mal vielleicht beim Bierchen oder Kaffee mit dem einen reden, pass mal auf, ich nehme wahr, in deine Richtung geht's dahin und bei dem anderen auch. Und dann kommen wahrscheinlich auch, wenn man ein gutes Verhältnis zu beiden hat, all die Dinge auf den Tisch, die dem einen dann den anderen stören. Und dann muss es ja irgendwie weitergehen. Und dann kann man ja schon ein bisschen kristallisieren, ist das hier was schon so tief gerade ist und Spuren hinterlassen hat, dass es auch Auswirkungen auf das Unternehmen hat? Oder ist es nur was, wo wir sagen, ja, Konflikte gibt es in jedem Unternehmen und das ist jetzt gerade eine Phase, weil beide stressige Dinge vielleicht auch einen privaten Bereich haben, etc. Ganz eingangs haben wir ja schon gesagt, man glaubt ja, dass so ein Konflikt erstmal gar nicht sichtbar wird. Das ist ja nur so ein bisschen Gekabbel mal in der Chefetage. Aber da täuscht man sich ja. Du hast ja nun auch schon viel gesehen. Was ist denn so dein Eindruck, wie das so bei Mitarbeitern wahrgenommen wird und was das für Auswirkungen auf das Unternehmensklima hat, wenn zwei von ganz oben sich streiten? Erstmal, das wirkt sich immer auf die Organisation aus. Ne? Mhm. In welcher Form? Das hängt dann von der Organisation ab, von der Größe, von den Mitarbeitern, von dem Konflikt und so weiter. Aber das hat immer irgendeine Form von Auswirkung. Ich glaube, das können wir hier schon mal festhalten. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit so einen Fall von einem Start-up, was ich glaube im zweiten oder dritten Jahr war, stark wachsend, wo sich gerade die Strukturen professionalisiert haben, auch rund um so das Stabsteam, sage ich jetzt mal. Und ich habe eine Dame begleitet, die im HR-Bereich quasi, die den HR-Bereich so ein bisschen aufgebaut hat in diesem Unternehmen. Und die beiden Gründer, die hatten eben auch so einen intensiven Konflikt, wie du ihn, ähnlich wie du ihn beschrieben hast, im Sinne von, die waren sich überhaupt nicht grün. Und das hat zu extrem viel Instabilität in den Zentralteams gesorgt, die dort aufgebaut wurden, und zu Frust, zu Kündigungen und auch zu innerlichen Kündigungen, ja, im Sinne von, ja, die sagen heute so, morgen so, der eine sagt mir das, der andere sagt mir das, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt glauben soll, ich mache halt einfach nur noch Dienst nach Vorschrift, was die mir hier sagen. Also es ist ja extrem frustrierend für Mitarbeitende, wenn es keine klare Linie mehr gibt, ne, wenn zwei sich so reiben und beide versuchen, sich durchzusetzen. Also das war das eine, dass es da extrem viel Frust, Demotivation und Kündigung gab in diesem Unternehmen, was ein, by the way, total tolle Mission auch hatte. Mhm. Ja? Also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, weil sonst ist die Anonymität nicht mehr gewährleistet. Aber total schade eigentlich für den Unternehmenssinn, der da herrscht eigentlich. Und das andere war, dass die versucht haben, für ihre, ich nenne es jetzt mal Geschäftsstellen in ganz Deutschland, die sie am Aufbauen waren, ein Führungsleitbild und eine Führungskultur ins Leben zu rufen. Aber das funktionierte nicht, weil die Führung ganz oben ja völlig uneins war. Hm. Also das Projekt ging nicht ans Laufen. Es funktionierte einfach nicht. Es war der Wurm drin. Aber das ist ja auch irgendwie nur logisch, ne? Wenn ganz oben dann so eine Uneinigkeit herrscht. So, und diese HR-Dame hat diesen Konflikt angesprochen. Ganz offensiv. Also diese aktive Rolle, wie du sie auch eben angesprochen hast, die hat sie mutigerweise übernommen. Und ja, das wurde auch gehört. Aber gehört ist ja auch nicht immer verstanden. Verstanden ist nicht immer einverstanden, ne? Diese Kommunikationskaskade. Also das war auf der Sachebene, auf der rationalen Ebene ist das schon angekommen, aber die hatten nicht den Mut, nicht die Persönlichkeitseigenschaften, noch nicht die Energie, was auch immer, das miteinander anzupacken. Und das ist so der aktuelle Stand, den ich habe. Okay, also das heißt, auch da gibt es jetzt noch nicht den richtigen Königsweg, um das zu lösen. Aber das ist ja fast genau das gleiche Beispiel, was ich hier hatte, nur dass man hier noch keine Trennung vollzogen hat. Das ist aber super Steilvorlage für meine etwas persönlichere Frage in dem Kontext, wenn ich nämlich selbst Betroffener bin. Ich bin jetzt ein Gründer gewesen, der mit dem zweiten Gründer nicht mehr kann. Und ich merke halt auch, dass dieser Konflikt mir
zu viel Kraft raubt. Aber was kann ich machen, außer der Kündigung oder dem absoluten Showdown, du oder ich? Naja, letzten Endes, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die schönste Antwort. Letzten Endes ist es ja love it, change it or leave it. Mhm. Ne? Also jeder der Beteiligten muss für sich entscheiden, will ich den Exit oder ist es mir das wert, hier mich zu reiben? Ne? Wie viel Energie kostet mich das? Wie viel Energie gibt mir diese Firma? Ist das ein Lebenstraum, an dem ich festhalten möchte? Und das muss einfach jeder für sich entscheiden. Die Herausforderung ist, und ich stelle das leider immer wieder fest als Psychologin, dass ich auch daran mich reibe, ist, wir können andere Menschen nicht verändern. Wir können uns selber verändern, wir können den Umgang mit einer Situation verändern, ne? Mhm. Wir können unsere Wahrnehmung verändern, wir können andere inspirieren und einladen und dann müssen wir loslassen. Und dieses Loslassen fällt in meiner Erfahrung vielen, vielen Entscheidern, die mit solchen Konflikten zu tun haben, einfach schwer, weil das ja auch nicht ihre Kernexpertise ist. Also Loslassensprozesse muss ich jeden Tag üben als Coach, wenn meine Coaches nicht das tun, was ich für sinnvoll erachten würde, ja. Aber ich beschäftige mich zu 100% meiner Zeit damit natürlich. Und dieses Loslassen, das fällt uns Menschen einfach psychisch total schwer. Und alle, die schon mal etwas haben gehen lassen müssen, wie zum Beispiel eine Firma, ja, oder einen Job, die kennen das bestimmt. Irgendwann ist der Punkt da, da ist entweder der Schmerz groß genug, ne, oder da ist der Pull zu einer neuen Vision, zu etwas anderem groß genug. Die kennen das, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo dann so dieser Groschen fällt, ne, wo dieser Knoten platzt, man sagt, okay, jetzt lasse ich los. Und wenn der noch nicht da ist, dann ist es vielleicht einfach entweder noch nicht so weit oder es ist lohnenswert, dafür die gute Sache einfach noch zu kämpfen. Aber sich jederzeit bewusst zu sein, wie geht's mir damit? Wie sehr reibe ich mich gerade auf? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ja, und wenn man dann zu dem Schluss kommt, die Kraft reicht doch nicht mehr, dann einen guten Weg rauszufinden, das ist dann vielleicht jetzt so ein bisschen die Klammer, wie haben wir das gelöst? Wir haben natürlich uns da ganz fair getrennt, auch mit fairen Anteil. Es war nicht ganz billig, so ein bisschen der Wermutstropfen, den man dann aber aus Fairness-Gesichtspunkten dort gehen muss. Und wie du eingangs gesagt hast, man weiß ja nicht, wofür es am Ende gut war. Man kann nur wissen, dass jeder hat eine begrenzte Lebenszeit und die sollte man bestmöglich verwenden. Und da macht es keinen Sinn, irgendwie 30, 40 Jahre unter Schmerz zu arbeiten, nur weil irgendwann ein großer Exit mit viel Geld vor der Tür stehen könnte, der einen dann aber am Ende auch nicht glücklich macht, weil man einfach kaputt ist. Absolut. Ich wollte nur noch sagen, man merkt an der Art, wie wir da jetzt drüber sprechen, dass es ganz viel damit zu tun hat, sich selber klar zu werden, was möchte ich, was brauche ich, ne, bevor man dann in diese Interaktion wieder geht und guckt, okay, können die anderen da mitziehen? Wollen wir da nochmal jetzt einen Versuch wagen, ja? Also diese Eigenverantwortung und diese Klarheit für sich selber zu haben, das ist total wichtig. Und dann kann man immer noch versuchen, die anderen einzuladen, so, hey, wollen wir nochmal, ne, wollen wir da jetzt nochmal was dran tun? Haben die auch die Eigenverantwortung? Super, dann kann man da ja nochmal eine Runde drehen, sage ich jetzt mal, und in der Mediation oder in der Aufstellungsarbeit mit einem Externen da nochmal drauf schauen. Aber letzten Endes kommen wir immer zurück zu dieser Frage, was habe ich schon versucht und ist es mir persönlich, welche Rolle auch immer ich in diesem Konstrukt habe, wert, da jetzt noch mehr zu investieren? Und je früher man sich dessen klar wird, umso besser. Dann würde ich sagen, lass uns mal versuchen, das zum Ende der Folge jetzt nochmal in den bekannten 3 Tipps an Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch Investoren zusammenzufassen, die jetzt genau so einen Konflikt vor sich haben. Ich sag mal jetzt mal den Konflikt vielleicht aus externer Brille, dass ich sage, so wie ich als Gesellschafter sehe ich, da können zwei nicht miteinander. Was wären so die zusammenfassenden 3 wirklich wichtigen Dinge, die man machen sollte? Ja, also ich würde sagen, das Erste ist, sich selbst klar werden, wie ich gerade schon gesagt habe. Also mit sich selber Zeit zu verbringen und sich selber klar werden, wie geht's mir damit, mit diesem Konflikt? Was ist mir wichtig? Was wird hier mit Füßen getreten? Ne? Sind es vielleicht Werte? Sind es oberflächlichere Interessen? Also erstmal Zeit mit sich selber verbringen und sich da einiger Dinge klar werden. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der brauchte danach überhaupt nicht mehr eine großartige Konfliktlösung im Außen, als er sich mal eine Session damit auseinandergesetzt hat, so, was ist das hier eigentlich in mir, was da angetriggert wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, eine offene Kommunikationskultur oder Streitkultur im Unternehmen versuchen zu etablieren. Und das hat ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun, wie ich schon sagte, nämlich, dass alle Beteiligten den Deal eingehen und sich dazu committen, ich trage die Verantwortung dafür, dass wenn mich etwas stört, dass ich
mich dann melde, ja, und möglichst offen meine Bedürfnisse anmelde. Wenn man das hinkriegt in einem Unternehmen, und du bist ja in einem Unternehmenskontext unterwegs, das jetzt nicht konzernweit ist, wo es sehr schwer ist, Kultur zu verändern, ne? Also in einem kleineren Kontext mal eine Session dazu machen, so, hey, können wir uns alle darauf einigen, dass Eigenverantwortung hier ganz wichtig ist und dass wir uns gegenseitig anzählen oder selber, wenn mal was nicht in diese Richtung geht. Also das wäre ein ganz großer, wichtiger Teil von einer guten Streitkultur, wo man Dinge ansprechen darf, ja, und wo man sich melden darf und wo man auch das den Mut aufbringt, das zu tun. Ja, und dann würde ich sagen, sich und die Wahrnehmung von anderen hinterfragen. Also sich auch ein bisschen schlau machen mal zum Beispiel solchen Modellen wie 9 Stufen der Konflikteskalation, was wir angesprochen haben. Ja. Weil man dann ein bisschen psychologisches Know-how aufbaut, so, oh, das passiert in Konflikten. Ja, also jeder, der mal so einen Rosenkrieg mitbekommen hat und sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, der kann auch zu dem Schluss kommen, so will ich nicht werden. Und was ist mein eigener Anteil daran? Ja? Also so ein bisschen psychologisches Know-how, was passiert in Konflikten an Wahrnehmungsverzerrungen, an gegenseitiger Abwertung, das kann sehr wertvoll sein, um sich selbstkritisch zu hinterfragen und auch gemeinsam sich kritisch zu hinterfragen. Das würde ich auch total empfehlen als dritten Punkt. Super, perfekt. Wäre das auch schon deine Buchempfehlung? Buchempfehlung kann ich dir im Nachgang gerne ein paar geben. Ja. Die das Thema beleuchten, je nachdem, wie tief man in das Thema Konflikt und Psychologie einsteigen kann. Ja, und wie man schon raushört, ich empfehle einfach total, so ein bisschen psychologisches Know-how aufzubauen im Sinne von sich vielleicht mal für einen Podcast zu interessieren oder sich für so ein Buch mal zu interessieren oder auch mal selber so einen Selbsterfahrungsprozess zu durchlaufen, weil das sind oft Gesprächspartner, die ich habe im Coaching, die noch mal viel tiefer verstehen, was in Organisationen passiert, abseits dieser Wasseroberfläche, auf der wir agieren. Und das alles hat einfach einen direkten Effekt auf, ja, auch auf den wirtschaftlichen Erfolg natürlich. Und deswegen finde ich das einfach nur clever. Tja, dann sage ich mal, du bist ja selber auch Podcasterin, also da kann man schon mal einen Psychologie-Podcast sich vielleicht aufschreiben. Möchtest du da noch irgendwie was zu sagen? Ja, ich habe seit 5 Jahren einen Podcast zum Thema Erfüllung im Job und persönliches Wachstum, wo es eben genau um diese Themen geht. Also ein bisschen tiefer so reinzuschauen, wie können wir gut im Job fungieren, erfüllt arbeiten und auch zusammenarbeiten. Aber ich versuche das immer mit so einer Prise Pragmatismus zu tun, weil ja nicht jeder jeden Tag mit Psychologie zu tun hat. Also da, genau, kann ich sehr empfehlen, mal reinzuhören. Und alle paar Monate mache ich so einen Impulsabend virtuell, wo ich Unternehmer einlade, also eine Unternehmerin, mal aus der Praxis zu erzählen, welche psychologischen Prozesse denn sie mit ihrem Team oder mit ihrem Unternehmen angestoßen haben. Also beim nächsten Impulsabend ist zum Beispiel jemand aus der Chemiebranche und da wird es darum gehen, wie Ingenieure oder promovierte Chemiker sich mit dem Thema Selbstreflexion auseinandersetzen, was nicht gerade sehr nah ist natürlich an der Zielgruppe. Genau, wen es interessiert, sehr gerne auch sich melden. Dann kann ich gerne auch Infos zu diesen Impulsabenden weiterleiten. Ja, ich werde das auf jeden Fall alles in den Shownotes hinterlegen. Das muss jetzt nur noch sagen, wie man dich erreicht und dann die letzten Worte, die du jetzt vielleicht noch sagen möchtest. Und dann würde ich mich bedanken, weil war, glaube ich, eine sehr wichtige Folge heute, auch wenn sie nicht so klassisch in Finance und Controlling und Unternehmenssteuerung einzahlt, aber wenn ihr ein Unternehmen im Konflikt verliert oder halbiert, weil ein Gründer nach links geht und der andere nach rechts, ja, dann ist halt auch mal die Hälfte im Minimum weg und dann zahlt es halt doch wieder genau auf das Thema ein. Absolut, also eine sehr kluge Themenauswahl, Daniel, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, wie findet man mich? Man findet mich unter www.sonjazillinger.de, gerne auch schreiben an info@sonjazillinger.de, wer Interesse hat, zu solchen Themenabenden informiert zu werden, die sind vollkommen kostenlos. Ich habe da einfach Freude dran, Menschen zu vernetzen und Erfolgsstories auch so ein bisschen zu teilen von Menschen, die da gut mitarbeiten konnten. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, genau, mein Podcast heißt Happy Monday, wer sich damit auseinandersetzen möchte, freue ich mich auf jeden Fall auf Kontakt. Klasse, vielen Dank, Sonja, und schön, dass du da warst heute. Mach's gut, tschüss. Sehr gerne, danke, Daniel, hat mich gefreut.